Da gerade Ostern ist, können wir ja mal über ein Easter Egg reden. Und zwar eins auf YouTube. Wenn ihr Fibonacci sucht, dann kommt das hier dabei raus. Da fragt sich der ein oder andere vielleicht, was ist denn Fibonacci und kann ich das essen? Nein, das wäre Kannibalismus, denn Fibonacci war ein Mann. Er lebte um 1200 rum in Paris und war Rechenkünstler im Mittelalter. Und er hat sich unter anderem mit Osterhasen beschäftigt. Okay, vielleicht nicht direkt mit Osterhasen, aber zumindest mit dem Kaninchenproblem oder wie auch immer. Man kann das auch mit Osterhasen machen. Und zwar stellt man sich mal vor, man züchtet gerade Osterhasen und man fängt mit einem jungen Paar an. Nach einiger Zeit hat man dann ein älteres Paar und dann sind die auch geschlechtsreif. Und jetzt hat man nach einiger Zeit zwei Paare, nämlich immer noch das alte Paar und ein neues, junges Kaninchenpaar oder Osterhasenpaar. Und jetzt hat man wieder nach einiger Zeit wieder das alte Paar, wieder Kinder von dem alten Paar und das junge Paar ist wieder alt geworden. Und jetzt kriegen die beiden alten Paare wieder Kinder und auch das junge Paar ist wieder älter geworden. Das heißt, jetzt haben wir schon fünf Paare. Als nächstes kriegen wieder die drei alten Osterhasenpaare Kinder und wir haben dann acht Osterhasenpaare. Und so weiter. Wir sehen schon, wir haben immer irgendwie ein paar Osterhasenpaare und die Paare, die es davor gab, die kriegen alle auch wieder Kinder. Mathematisch kann man das schön rekursiv einfach als Zahlenfolge ansehen. Wir hatten erst 1, dann 1, dann 2, dann 3, dann 5 Osterhasenpaare und so weiter. Und das ist im Prinzip bloß eine Folge. Sie beginnt mit 1 und mit 1. Und dann ist es immer so, dass zu den, die gerade da waren, ja noch die vorherige Generation Kinder bekommt. Also es wird einfach die letzte Zahl mit der vorletzten Zahl addiert, um auf die aktuelle Zahl zu kommen. Und so hat man rekursiv eine Zahlenfolge definiert. Und die ist nach Fibonacci benannt mit Fibonacci-Zahlen. Oder eben, das sind die Fibonacci-Zahlen. Fragt sich nur, was das jetzt mit unserem komischen YouTube-Easter Egg zu tun hat. Ganz einfach. Zuerst haben wir hier ein Quadrat, was auftaucht. Und das hat jetzt einfach mal die Seitenlänge 1. Das nächste Quadrat hat auch die Seitenlänge 1. Und jetzt kommt eins mit der Seitenlänge 2. Jetzt eins mit der Seitenlänge 3, 5, 8, 13. Ihr seht schon. Die Fibonacci-Zahlen, das geht hier noch bis 21 und dann bricht das Ganze ab. Aber das ist ja noch nicht alles, denn jetzt geht es ja noch weiter in der Animation. Jetzt kommt noch in jedem Quadrat so ein komischer Halbkreis rein. Und das ergibt dann nämlich eine Spirale und die ist eine ziemlich gute Näherung für die goldene Spirale. Die wiederum hängt mit dem goldenen Schnitt zusammen. Letzten Endes ist es eine Spirale, bei der der Abstand zum Spiralmittelpunkt mit einer 90-Grad-Drehung immer um den goldenen Schnitt als Faktor multipliziert wird. Also wenn ich irgendwo hier eine Strecke A habe und dann in der Spirale 90 Grad weiter drehe, dann wird A mit dem goldenen Schnitt multipliziert und das ist der neue Abstand. Was die Fibonacci-Zahlen jetzt auf einmal mit dem goldenen Schnitt zu tun haben, sieht man vielleicht ein kleines bisschen daran, wenn man sich anguckt, wie man von der 1-Zahl zur nächsten Fibonacci-Zahl durch Multiplizieren kommt. Also erst nehmen wir hier mal 1, dann mal 2, dann mal 1,5 und so weiter. Und das nähert sich ziemlich schnell dem goldenen Schnitt an. Deswegen hängt die Fibonacci-Zahl ein bisschen mit dem goldenen Schnitt zusammen. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum hier eine Näherung für die goldene Spirale rauskommt. Und das steckt auch noch in dem YouTube Easter Egg. In dem Sinne, frohe Ostern!